Feuerdrache Fatra Krak. Eine Geschichte von Martin Klein mit Bildern von Sabine Legin. Fatra Krak ist bekannt vom Nordpol bis nach Feuerland. Er lebt in einer Höhle voller Ruß und Asche. Fatra Krak ist der letzte Drache seiner Art. Wissenschaftler nennen ihn Draco Fumigans. Andere Leute sagen einfach Feuerdrache. Jan ist Fatra Kraks bester Freund. Die beiden spielen stundenlang Mau Mau. Sie erzählen sich Menschen- und Drachenwitze und essen frisch geröstetes Popcorn. Dafür hat Fatra Krak immer einen Sack Maiskörner vorrätig. Mit einem einzigen Feuerhauch zaubert er knuspriges Popcorn daraus. Andere Drachen legen alles in Schutt und Asche. Sie rauben Gold und bewachen es für den Rest ihres Lebens. Fatra Krak macht sich lieber nützlich. Er pustet zum Beispiel nasse Wäsche trocken. Danach riecht sie wie Drachenqualm. Danke, Fatra, sagen Jans Eltern und waschen alles nochmal. In den Sommerferien macht Fatra mit Jan und seiner Familie Urlaub an der Ostsee. Der Feuerdrache freut sich sehr, denn er war noch nie am Meer. Sie fahren mit dem Zug hin und haben extra Plätze im Fahrradabteil reserviert. Am Ostseestrand baut die Familie eine Drachenburg aus Sand. Sie spielen Volleyball, suchen Bernsteine und sonnen sich. Aber am liebsten tollt Fatra mit Jan im Wasser herum. Sie machen Wellentauchen und Drachenköpper. Als alle wieder zu Hause sind, lädt der Feuerdrache sogleich in seine Höhle ein. Fatra plant eine Fotoshow an der Höhlenwand. Und dazu soll es frisches Popcorn geben. Beamer und Röstpfanne stehen schon bereit. Feurio! Ruft Fatra und pustet auf die Maiskörner. Sie kullern wild hin und her. Sonst geschieht nichts. Kein Plopp und kein Pop. Fatra holt tief Luft und schnaubt, dass die Körner durch die Höhle fliegen wie ein Hagelsturm. Aber kein einziges Korn wird zu Popcorn. Auweia, jammert Fatra. Ich kann kein Feuer mehr spucken. Jan streicht seinem Freund tröstend über die Schuppen. Das kriegen wir wieder hin. Ich habe schon eine Idee. Dafür braucht Jan seinen Vater und dessen ganz besonders feuriges Feuerzeug aus feuerfestem Silber. Der Vater knipst es an. Das Flämmchen soll Fatras Atem entzünden. Aber das Silber beschlägt und die kleine Flamme erlischt. Jan gibt nicht auf. Seine zweite Idee heißt Brennnesseltee. Alle streifen Handschuhe über und sammeln einen Haufen Brennnesseln. Daraus kochen sie den stärksten Brennnesseltee der Welt. Schmeckt ganz gut, krächzt Fatra Krak. Aber das Feuerspucken klappt immer noch nicht. Was mache ich jetzt bloß? Seufzt der Drache. Dann rösten wir das Popcorn eben ab jetzt auf dem Herd, schlägt Jan vor. Aber Fatra besitzt keinen Herd. Und ein Feuerdrache ohne Feuer ist wie ein Schwertfisch ohne Schwert. Die Freunde denken scharf nach. Scharf! Ruft Jan nach einer Weile. Das ist es! Ich habe eine neue Idee! Sein Vater ist gern so scharf, dass es sich anfühlt wie Feuer. Jan bereitet mit seinen Eltern das schärfste Chili aller Zeiten zu.
Achtung, Achtung, nur für Feuerdrachen genießbar. Fatra Krak verschlingt das Chili mitsamt der Schüssel. Dann färbt sich der Drache grün und blau, gelb und pink. Fatra flüstert heiser: Feurio! Er holt tief Luft und ein Feuerstoß erleuchtet die Stadt. Fatra Kraks Drachenfeuer ist zurück.